Ja, das ist drauf. Ja. Okay. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeigen wir so ein bisschen, wie wir per Hand modellieren. Ja? Wir machen nicht nur die ganze 3D-Geschichte, ja, dass wir das in 3D drucken und fräsen, sondern auch per Hand. Ja? Manche Sachen machen wir per Hand, damit das ein bisschen schneller ist. Das aktuelle Projekt ist ein Nissan Navara. Das machen wir zusammen mit einem Händler aus England. Ne? Und zwar, kommen Sie näher. So, was wird da alles gebaut? Ne? Mal sehen, Olli. Ja. Hier, einmal so ein Motorhaubenaufsatz. Ja, mhm. Wird so ein bisschen schöner, also ein bisschen wie so ein Powerdome. Heißt das so? Powerdome? Ja klar, ne? Ja. Bei BMW zumindest. Dann bauen wir so zwei Leuchten, ja, oben auf dem Dach. So einen schönen Heckspoiler. Und so ein, ja, Heckspoiler, Dachspoiler, Entschuldigung. Mhm. Ja, Verbreiterungen, ja, vorne, hinten. So ein Rahmen. Ja, dass ich zusammen mit dem mit der Verbreiterung und so weiter im Prinzip hier verläuft. Das wird das ein Teil sein? Nein, das wird im Prinzip die Verbreiterung ein extra Teil sein, mhm. Dass man das auch ohne diesen Rahmen einbauen kann. So. Ja, es gibt einfach auch Kunden, die sagen, okay, ich brauche eine Verbreiterung für, was weiß ich, Jäger und Gejagte zum Beispiel. Ne? Nein, aber so Jäger und so weiter, die brauchen kein Auto, was verspoilert ist, sondern einfach... mehr um praktisch als um Design, ja. Deswegen machen wir es, ja. Was ich richtig cool finde, was wir gemacht haben, und zwar zeige ich euch den Grill. Den bauen wir auch so. Ja, der sieht aus sehr, 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 sehr modern und so ein bisschen hat etwas von einem amerikanischen Look, finde ich, ja. Aber auch die Leuchten, guck mal, sieht man genau auf der Kamera, sieht man so gut, ja. Wie wird das alles gebaut, ja? Also, wir haben hier zum Beispiel so ein Schaumstoff, ja, schau mal, das ist, kann man sehr, 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 sehr einfach schneiden und machen und tun. Ja, das ist ein bisschen Klotz hier, ein bisschen Papier, ja. Guck mal hier, ein bisschen jetzt, ja, komm, guck mal, ein bisschen eine scharfe Kante, ne, guck mal. Ja, scharfe Kante weg. Kann man das sehen auf der Kamera? Ja. Ja, also sehr, sehr, sehr einfach zum Bearbeiten, ja. Schneid so ein bisschen. Also wirklich sehr, sehr einfach zu verarbeiten. Deswegen benutzen wir diesen Schaum. Ja? Das wird überall quasi geklebt, auch die Verbreiterungen. Das sind die Schichten. Wir machen da, was weiß ich, 3, 4, 5 Schichten, also die gewünschte Breite. Ja? Und dann kleben wir das quasi dahin und schleifen das so lange, bis es passt. Das Material ist eigentlich so ein bisschen, ja, porös, halt, nennt man das so. Ja. Also das ist im Prinzip, schau mal hier, sehr schnell. Ja, das geht auf jeden Fall sehr schnell kaputt. Dann wieder diese brüchig ist, wenn wir nachher das Werkzeug bauen, ja, machen wir eine Schicht Glasfaserspachtel, damit wir eine entsprechende Stabilität haben, weil wir haben zuerst auf das Auto, ja, oder auf die Teile, die wir produzieren wollen, ein Stückchen Glasfaser drauf gemacht, ja, also GFK, auf die Karosserie. Wenn wir das nachher abziehen, dann ist das wirklich Millimeter genau. Also das ist ja auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ne? Und ja, das ist nicht eine coole Entwicklung. Kann man wirklich zeichnen, machen, was man will. Was auch immer, wie auch immer. Ja? Also eine echt coole Entwicklung. Ja? Die Jungs haben hier schon ein bisschen angefangen, aber ich erkläre euch das, wie das funktioniert so ein bisschen. Schau mal, jetzt haben wir zum Beispiel diese kleine Spitze. Ja? Die wird wie auf dem Projekt. Schau mal. Ungefähr bis hier hingehen. Ja? Hat das schon ungefähr gemacht. Da sieht man von der Seite so ein bisschen, ja, sieht man das nicht. Ja schon, es geht ja nur bis hier und ab hier wird das hier nach oben gehen. So. Ja, mhm. Kann man wirklich sehr, sehr, sehr schön sehen. Werkzeuge, wie zum Beispiel so ein Zirkel, ja. Ein Monsterzirkel, sehr, sehr, sehr groß. Ja. Ich habe mich gefragt, wofür das ist. Ja. Aber meine Jungs haben mir erklärt, von dem weiß ich es auch. Und mein Wissen teile ich mit euch gerne. Schau mal, haben wir zum Beispiel jetzt einen Mittelpunkt, ja, ja. Vorher ausgemessen. Dann machen wir so, ne? Zum Beispiel die Ecke. Ist da irgendwas? Diese Ecke? Nein, ist nicht perfekt. Ja, muss ein bisschen hier vorsichtig. Ich mache das nicht jeden Tag, also guck mal, ich kann das zeichnen, die Ecke. Und wenn ich das quasi umwerfe, umdrehe, habe ich die zweite Ecke. Ja, habe ich schon eine zweite Linie. Und ich weiß, ab hier muss dann da gehen. Ja, nicht nur das. Ab der Mitte wieder, an dir,
das Stück, ja, und ziehen das runter. Und auf die andere Seite, Achtung. Ja, jetzt muss ich erstmal glatt spachteln, also glatt. Also erstmal muss ich das glatt schleifen, ja, damit das ungefähr die gleiche Form hat wie das. Ja, also ein bisschen glatt, und dann kann ich die ganzen Linien wie gewünscht zeichnen. Und dann weiß ich, okay, diese Spitze und diese Spitze, ja, also hier diese Spitze und diese Spitze sind hundertprozentig gleich. Muss ja, ja, weil ein Zipfel kann nicht schief sein. Damit wir die perfekte Höhe haben, also das ist quasi die, mit so einem Zirkel, machen wir die Übertragung von links nach rechts, ja. Mit so, mit so einem Ding, ja, ich sag dir was, machen wir hier das Auto, lassen wir immer am Boden stehen, ja, vermessen das, dass das gerade ist, also auch die Luft in der Reifen und so weiter, dass das wirklich perfekt zum Boden steht. Ja, der Boden ist bei uns auch gerade, das sieht man auch hier, das ist auch zu vage alles, ja. Schau mal, jetzt machen wir einen Bleistift dran, funktioniert. Zum Beispiel diese Linie. Ja, jetzt gehe ich auf diese Seite. Schau mal. Und mach diese Linie. Ja, und im Prinzip, so wird das alles gezeichnet und gemacht. Ja, sehr interessant finde ich. Ich mag sowas. Ja, ich bin wirklich der Typ, der liebt, wenn irgendwas entsteht oder wenn irgendwas gemacht wird. Viele sagen, typischer Pole. Was hier in der Mitte kommt, ne? Zum Beispiel. Siehst du, so Klötze. Mhm. Ja, so ein bisschen Offroad-Optik. Das macht man auch mit dem Zirkel. Und zwar, weil das sind ja im Prinzip vier, ob sie näher? Das sind im Prinzip vier von diesen Klötzen, ja. Ab der Mitte müssen zwei links sein und zwei rechts. Ne? Also, geht mal so. Man sagt, okay, ich möchte die Klötze, weiß nicht, jetzt 5 cm haben. Ja, geht mal hier hin so. Also wir machen das hier, ne? Der erste Klotz ist rechts. Dann übertragen wir am besten von der Seite. So. Dann machen wir hier. Ja. Dann messen wir jetzt zum Beispiel hier die 5 cm, ich sag mal, die gewünschte Breite aus. Dann machen wir hier. Übertragen wir hier. Achtung, guck mal, das sind zwei perfekt gleiche Teile. Ne? Und so arbeiten wir nach und nach uns vor. Ja, bis das Ding fertig ist. Ich werde hier zwischendurch kommen und euch ein bisschen erklären, wie das gebaut wird. Und ja, ich hoffe, euch gefällt sowas. Ist zwar ein bisschen schmutzig, ja, im Bereich GFK ist es immer ein bisschen schmutzig, aber wir haben so einen coolen Staubsauger hier und Festol, der saugt ziemlich viel ab. Ne? Entsprechende Masken, Handschuhe, alles ist da. Ne? Nicht, dass jemand denkt, dass wir hier schleifen ohne Masken und ohne Arbeitsschutz. Ja? Also, ja, so funktioniert es. Ich zeig noch hinten. Check. Schau mal, so ein Heckspoiler, so wird das aussehen. Ja, der bekommt so Stoßstangen-Ecken. Ja, ist im Prinzip, das Auto hat ja keine Stoßstangen, aber das Schwarze hier oben und das, wo Kennzeichen ist, das ist so ein Kunststoff, das gehört zum Auto. Wir bauen nur quasi diese Ecken mit so Auspuffblenden. Ja? Also es wird zwei Versionen geben von der Heckschuhstange, in Anführungsstrichen. Einmal mit Auspuff, hat der Händler aus England sich gewünscht. Ja? Ich finde es halt wirklich nicht so nötig. Oder? Findest du schön? Nee. Ich finde es eigentlich ganz cool. Oder? Weiß ich nicht. Ich finde das Pickup. Ja, wegen Pickup passt das bestimmt nicht so, ne? Aber ja. sieht man nicht oft deswegen. Sieht man nicht oft, er wollte es unbedingt haben. Wir machen es. Ja? Also im Prinzip machen wir es gemeinsam. Und so zwei kleine Ecken ist ja kein Riesenaufwand. Deswegen werden wir das machen als zwei Versionen. Ne? Dazu Zeit, ja? Hier. So schöne Linien. Hier. Die Motorhaube wird so ein bisschen, geht ein bisschen höher. Ja. Sieht dann hier auch so ein bisschen, alles so ein bisschen. Das ganze Auto. Olli, kannst du ein bisschen. Da kommen, so ein bisschen. Mhm. Guck mal, das ganze Auto ist hier gerade. Ne, und hier verschwindet das so ein bisschen. Also quasi ist so wie in der Spitze, so ein bisschen abgeschwebt vorne. Ja. Durch unsere Lufteinlässe, die wir hier bauen, ja, bekommt das Auto so ein bisschen
Da hat ihr so eine Form, ja, von vorne nach vorne. Jetzt bekommt er so eine Form. Also wird automatisch viel breiter und bulliger aussehen. Und durch den Grill, den wir vorne gebaut haben, oder bauen werden, wird das Auto noch breiter. Ja? Weil normalerweise ist der Grill so geteilt bei der Navara, zeigen wir gleich auf dem Rechner, ist er so gebaut, dass der den Platz zwischen beiden Scheinwerfern so sehr eng macht. Also der macht das Auto ganz eng. Ja? Sieht halt klein aus, ne? Also? Ja, also ein bisschen enger, also kleiner, schmaler. Ja. Also, auf jeden Fall schmaler. Das zeigen wir auf dem Rechner. In Photoshop, in 3D haben wir das Auto nicht gescannt, deswegen wird alles per Hand gemacht. Ne? Aber wenn die ganzen Teile ab sind, ja, und wir dann zum Formbau gehen, dann wird das Auto original sein. Dann werde ich das so ein bisschen rückwirkend aufnehmen und euch zeigen, wie das Auto original aussieht. Ja, viele kennen so ein Auto nicht original, weil ich sag mal, nicht jeder hat einen Pickup, ne, von uns. Deswegen ja. Auf jeden Fall brauchen wir kleine Zirkel, große Zirkel. Also Bleistifte gehen hier wie warme Semmel weg, ja, und Verschleiß unglaublich. Auch am Schleifpapier. Ja, also riesen Verbrauch an Schleifpapier. So funktioniert es. Ja. Wir zeigen das noch ein bisschen am Rechner jetzt. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Büro und zeigen wir euch alles am Rechner, wie wir das Design so ein bisschen gemacht haben. Von Serie bis das fertige Produkt oder das fertige Design. Und ja, alles andere zeigen wir im nächsten Video. Was ich noch mitteilen wollte, nochmal in meinem Video, ich weiß, ich werde das jetzt ein bisschen öfter sagen, weil wir samstags nie auf hatten, aber jetzt machen wir jeden Samstag coole Angebote. Ja, wir suchen uns bestimmte Produkte aus, zum Beispiel von Raunier oder von Keskin oder von Borbert oder wem auch immer. Ja, Schmidtfelgen vertreiben wir auch. Mhm. Auf jeden Fall haben wir Samstag auf, von 10 bis 13 Uhr. Wenn jemand ein bisschen länger arbeitet oder was auch immer, wie auch immer, kann er gerne bei uns einen Termin vereinbaren. Da sind wir auch um 18 Uhr da am Samstag. Ja. Da wird sich bestimmt ein Mitarbeiter finden, der auch abends bereit ist, länger zu bleiben und die Kunden zu betreuen. So sind wir. Also auf jeden Fall ist das Auto als Basis schwarz glänzend. Welche Folie oder welche Farbe wir da bei dem Wagen machen, das wissen wir noch nicht. Da muss ich mit dem David von Pure Energy absprechen. Der hat uns das Auto zur Verfügung gestellt. Ja, sonst musste, ansonsten hätte der Händler aus England uns ein Auto bringen müssen. Und da wir nicht Umwelt an Greta denken, gucken wir, dass wir wirklich so kurze Wege wie möglich haben. Ja? Deswegen danke nochmal an David von Pure Energy, dass er uns das Auto zur Verfügung gestellt hat. Und ja, welche Farbe da kommt, ich bin für schwarz-matt. Ja, mit so bunten Zusätzen, ja, also quasi Giftgrün, Rot, Gelb, ja, Bremssättel und so weiter, so ein bisschen. Oder hier in seinen Farben zum Beispiel von Pure Energy, diese Babyblau, würde auch schon gut aussehen. Ja. Lasst euch überraschen, ab ins Büro und wir gucken uns die Photoshop-Dateien an. Also, bis gleich. Tada, wir sind hier im Büro gelandet und machen jetzt am Computer weiter. Mittlerweile haben wir ein paar Sachen ein bisschen abgeändert. Ja, also wir zwischen das, was wir bauen und hier gezeichnet haben, manchmal ist das live etwas anders, ja, weil hier haben wir nur ich sag mal, zwei Seiten, die wir sehen. Wie zum Beispiel den Spoiler. Das Auto hat schon so einen kleinen Spoiler. Ja. Den müssen wir demontieren. Ja, das kann man sehen hier. Warte. Maus. Kann man die Maus sehen auf dem Bildschirm? Ja. Ja, auf jeden Fall, der hat schon so einen kleinen Spoiler. Den muss man demontieren und unseren quasi montieren. Ja. So, also, das ist das Basisbild, ja. Wir nehmen uns die Bilder. Ja, sie will auch ins Bild. Wir nehmen uns auf jeden Fall die Bilder aus dem Internet und zeichnen vorab erstmal das ganze Design. So ist ein Serienauto. Achtung, kannst du ein bisschen, soll ich ein bisschen mehr umdrehen? Ja. Oh. Also. Oh, warte. So. Ja, also. Was verändert sich? Die Stoßstange, schaut mal, die Stoßstangen-Ecken, ja, weil das ist die ganze Stoßstange. Hier sieht man ein bisschen Chrom noch, aber das wird man nicht sehen, weil wir quasi den ganzen Chrom, was hier ist, ja, das 1:1 austauschen. Ja. Die Mitte bleibt alles original. Wie gesagt, der Kunde wollte so Auspuffblenden da eingebaut haben. Wir machen zwei Versionen, das ist nicht so meins. Ist okay.
Aber ich glaube, ohne wird es besser. Ich glaube, wie bei unserer X-Klasse, würde ich hier vielleicht so einen kleinen Rahmen ausschneiden, so ein Loch, ja, und mit hinten mit so Gitter machen. Ich glaube, das wird schöner. Zeichnen wir auch noch. Ja. Hier kann man gut sehen, der originale Spoiler. Ja, schau mal her. Und der drauf. Das Spoiler auf Spoiler finde ich nicht gut. Ja, deswegen machen wir das nicht. So, nochmal so einen kleinen Dachspoiler. Schaut mal. Ja. Sieht so ein bisschen 18-mäßig aus. Ne? Wir zeichnen nie auf dem schwarzen Wagen die ganzen Designs, sonst sieht man die ganzen Linien nicht. Also sogar hier so Kleinigkeiten, warte, ich kann das glaube ich vergrößern. Ne? Ja. Sogar hier die ganzen Linien und so weiter. Hier, ja, wie das alles verläuft, kann man wirklich sehr, sehr gut sehen. Ja. Wenn wir das am schwarzen Wagen machen würden, zum Beispiel hier, super, das siehst du einfach nur einen schwarzen Klumpen. Ja. Also deswegen haben wir auch so in Photoshop hier etwas Silber gelassen, damit wir wissen, okay, das geht wirklich bis dahin und so weiter. Ne? Also, Original, guck mal ein bisschen, Kamera hier. Original, Version 1 und Version Brutal. Ne? Also, du. Ne? Ich finde, lässt sich sehen, finde ich richtig cool, so ein A-Team-Auto. Jetzt kommt, so Nahansichten. Schau mal, so sieht das Original aus. Also, was haben wir hier gemacht? Im Prinzip, das lassen wir original, ziehen wir ein bisschen tiefer, ja, und machen wir quasi so ein bisschen, ja, so schräg, ja, so, und dann ziehen wir so ein bisschen runter, machen wir schon einen Halter für die Ausbaublenden und, ja. Was ich nicht schön finde, ja, hat ein Kunde bei unserer X-Klasse reklamiert, ein Spaltmaß hier, ja, hier die Spaltmasse, guck mal hier, das ist wirklich, nein. So, das ist original, ja, und das sind Pressebilder, also guck mal hier, das ist wirklich, hier, noch ein bisschen Ding her, ja. Guck mal, hier ist ein kleiner Spalt, großer Spalt und so weiter und so weiter. Hat der Kunde bei uns reklamiert, aber da kann ich nichts für. Wenn Mercedes die Plastikteile, jetzt Mercedes in dem Fall bei der X-Klasse, wenn die Teile so perfekt gerade sind, nur weil ich die kleinen Ecken anbaue, heißt das nicht, dass die ganze Stoßstange gerade wird. Ne, muss man auch beachten, weil viele sagen, ja, nach dem Umbau passt nicht, Spaltmasse. Man muss sich das Auto vorher wirklich mit unseren Augen angucken und danach kann man reklamieren, kein Problem. Aber erstmal bitte vorher gucken, ja? Weil das würde niemandem auffallen, nur nach dem Umbau, ja, diese Partie, wird jeder sagen, ah, guck mal, das passt nicht so schön, Spaltmasse, bla 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 bla. Ne? Egal, gehen wir weiter. Check, also, sowas verändern wir. So, jetzt kommen wir zur Front. Ne? Das ist original Kühlergrill. Ja, das ist original. Ja. Nissan Navara in Original. Was ich richtig schön finde, sind die Scheibenfahrer, die Tagverleuchten. Finde ich richtig cool. Ja. Nur, die Runden passen zwar zu dem Hauptscheinwerfer, aber wenn die so sind, ich hätte vielleicht hier so diagonal welche eingebaut, vielleicht so kleine so Punkte so oder sowas oder so gerade. Irgendwie ein bisschen anders. Damit, jetzt mit dem Lufteinlass, wirkt das Auto sehr schmal. Das geht ja alles nach innen. Da kann man auch sehen hier, nach unten und nach innen. Ja? Das wirkt ja dann alles wieder hier so. Das wollen wir ein bisschen verändern. Ne? Und deswegen, tschack. Was war das denn? Tschack. Guck mal, allein der Grill macht das Auto schon viel, viel breiter. Hier ein paar Leuchten haben wir auf dem Dach montiert. Oder werden wir montieren, ja. Muss man leider ein kleines Loch in dem Dach bohren. Ja, aber das kann man mit so kleiner Dichtung, ja, gibt es ja. Kleine Dichtung, quasi wenn man ein Loch durchgebohrt hat. Kann man so eine kleine Gummidichtung reinmachen. Und im Prinzip Kabel durchziehen, das ist bombenfest. Ne? Kommt kein Wasser durch nichts. So, check. Also, Motorhauben, Powerdom, sag ich mal. Ja. Wir haben das gemacht, damit das Auto nicht so flach wirkt, ja, weil wenn wir das nicht gemacht hätten, würde das Auto relativ flach wirken, ja, ja, also so kann man auch sehen an der Heckschutzstange, guck mal, die so, wir machen die minimal um die Ecke, ja, mehr um die Ecke und minimal nach unten. Das bleibt alles original, die Halter von der Stoßstange bleibt alles wie original, da kommt im Prinzip nur ein Aufsatz von uns drauf, ja.
Und ja, deswegen ist die Montage auch sehr, sehr, sehr einfach danach und kostengünstig. Das wollen wir natürlich auch für die Kunden erreichen. Schaut mal. Ja. Hier wird alles ausgeschnitten. Gut, jetzt in Photoshop hat er vergessen, den Tankdeckel hier auszuschneiden in der Verbreiterung. Wird natürlich mit Tankdeckel und so eine schöne Kappe sein, dass das wirklich ein Teil ist. Ja? Viele Firmen, die so Verbreiterung bauen, ja, gibt es ziemlich viele, die machen sich das Leben einfach und die bauen zum Beispiel eine Verbreiterung komplett einfach als eins. Ja? Wenn man einen Unfall hat oder Stoßstangen lackieren muss oder was auch immer, muss man im Prinzip die ganze Verbreiterung wieder runterschmeißen, ja? Nur um irgendwas zu lackieren. Wir machen es anders und zwar, das wird alles geteilt, quasi ein Teil von hier bis hier unten, ja? Am Kotflügel dran. Ja? Das Teil kommt an die Stoßstange. Falls irgendein Teil kaputt ist, braucht man nur das kleine Teil und nicht das komplette. Finde ich ein bisschen nicht so schön, ja? Dass man das ohne diesen Spalt wie original quasi weiterlässt. Ja? Auch hier quasi diese Dreieck für Tank. Ja? Das muss man wirklich nachher schön so aussehen, dass die Verbreiterung rund ist und nicht so eine Ecke quasi ausgeschnitten ist. Finde ich nicht schön. Meine persönliche Meinung. Was sagt ihr dazu? Bitte ein paar Kommentare dazu, was ihr dazu sagt. Ja. Ich finde das schon ziemlich cool. Ja. So, original. Das ist jetzt die zweite Version, richtig? Ja, das ist die Nicht-Wide-Body-Version. Und bei der Nicht-Wide-Body-Version kann man auch den Kühlergrill nicht wechseln, oder? Doch. Kann man auch. Also im Prinzip, egal was man hier sieht, ob nur Verbreiterungen, nur diese Luftanlassrahmen, ja, mit dem Spoiler, das hängt ja aber zusammen. Die Luftanlassrahmen, nee, wir bauen die so, dass sie auch einzeln sind. Mhm. Wäre Schwachsinn, weil wenn ein Kunde nur den Spoiler haben will, ja, die vier Klötze, sage ich mal vorsichtig, wirken sehr Offroad. Ja? Also die meisten Offroad-Modelle haben solche Klötze, die wir nachher verändern. Also könnte jetzt quasi ein Kunde kommen und sagen, ja, ich will nur die Frontrahmen haben oder jetzt ich hätte nur gerne die Verbreiterung, nur den Frontspoiler, ja. Also kann man sich das selber aussuchen. Alles einzeln. Ne? Ich muss eins sagen, ich habe so einen Nissan gehabt vor 4 Jahren, ja, wo die neu rauskam. Ich glaube, vor 4 Jahren war das, oder vor 3. Ich glaube, 3, 4 Jahren habe ich den gehabt. Ich war super zufrieden, wirklich. Der war so ein bisschen für uns unpraktisch. Ja? Der hat weder einen Kofferraum, noch kann man da irgendwie unsere Teile, also Stoßstangen und so weiter, vom Lackierer abholen und so, solche Geschichten, ist leider nicht machbar, ja? Weil da hinten offen ist. Es gibt natürlich auch so Klappen, wo man hinten das quasi auf und zu machen kann, aber da ist sehr wenig Platz. Also so vom Fahren war es nicht schlecht, ja? Also wirklich schönes Auto und nie Probleme gehabt und so weiter, aber für uns war das nicht praktisch. Ne? Auf jeden Fall, das war's hier von meinem Video. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.